Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute wollen wir uns mal dem Thema Optionen mit seinem ursprünglichen Gedanken nähern, nämlich mit dem Thema, eigentlich sind doch Optionen Versicherungen. Und deswegen stelle ich heute mal die Frage, welchen Kunde willst du versichern? Lasst uns mal zu Beginn uns in die Lage einer Versicherung versetzen. Okay, du, ich, wir sind jetzt gerade mal eine Autoversicherung und jetzt haben wir eine Familie vor uns, die ihre Autos versichern will. Da gibt es zwei Personen und zwar auf der einen Seite, da haben wir den Papa, der ist ein langjähriger Autofahrer, unfallfrei und der fährt einen Kombi, einen Diesel, ne? Also das ist nicht so der heiße Autobahnrenner und dem sollen wir ein Angebot machen für eine Versicherung. Und dann gibt es da noch den Sohn. Und der Sohn, gerade 18 Jahre alt geworden, ne, hat von der Oma ein bisschen Geld bekommen und hat sich jetzt so einen richtig aufgemachten GTI gekauft. Also einen Golf GTI, tolles Auto übrigens. Auch wenn ich selber schon viele, viele Jahre keinen mehr gefahren bin. Aber der ist natürlich so richtig Attacke unterwegs, ne, richtig viel PS und hat, ja, wie gesagt, letzte Woche erst seinen Führerschein bekommen. So, und jetzt eure Frage. Würdet ihr beide versichern und wenn ja, würdet ihr beide zum gleichen Preis versichern? Also würdet ihr für die Versicherung den gleichen Preis verlangen? Denkt mal ein bisschen darüber nach, trefft mal jetzt eure Entscheidung, ne, und sagt ja oder nein. Wir wissen, dass in der Realität, in der Praxis, Versicherungen das nicht machen würden. Fahranfänger, in Deutschland ist es zumindest so, zahlen eine sehr, sehr hohe Prämie, die dann, wenn er noch einen Golf GTI fahren würde oder ein anderes, bisschen schärferes Auto, deutlich höher wäre, ne? Also wenn es dann ein Porsche noch wäre oder ein Lamborghini, dann wäre es noch mehr. Und Autofahrer, die sehr lang unterwegs sind, die zahlen eben nur eine sehr, sehr geringe Prämie. So, warum erzähle ich euch das? Mir ist in unserer Facebook-Gruppe die Optionshändler etwas aufgefallen. Wir haben jetzt in der letzten Zeit sehr, sehr viele neue Teilnehmer bekommen. Großartig, ne? Das finde ich ganz toll und es wird sich natürlich auch viel ausgetauscht, viele stellen Fragen, viele stellen ihre Trades rein, sind da auch ganz offen, sagen, hey, hier habe ich einen Trade gemacht, der lief nicht so gut und das finde ich erstmal ganz, ganz toll und ich möchte heute gerade mal den neuen Optionshändlern vielleicht mal so den einen oder anderen Hinweis geben und dazu picke ich mir mal einen Trade heraus. Und zwar seht ihr hier eine Aktie und zwar, das ist, die hat das Kürzel LRCX, LARM Research Holdings, glaube ich, heißen die, werden an der Nasdaq notiert. Und ihr seht hier in diesem Chart, dass die Aktie kürzlich, als die Nasdaq so ein bisschen nach unten ging, dass die um 20% eingebrochen ist. Und jetzt hatte vielleicht der ein oder andere auch auf diese Aktie hier einen Put geschrieben. Und könnt ihr euch vorstellen, wenn die Aktie 20% einbricht, das ist ja schon richtig heftiger Einbruch, ne, was dann mit den entsprechenden Puts passiert ist. So, und jetzt könnte man ja sagen, ah, habe ich jetzt vielleicht die Aktie falsch herausgesucht, ne? Was habe ich da jetzt falsch gemacht? Und deswegen schalten wir doch mal bei dieser Aktie auf den Wochenchart. Und da seht ihr jetzt hier, dass diese Aktie, bevor sie 20% eingebrochen ist, seit dem 1. Januar um 110% gestiegen war. Das heißt, das war ein richtiger Highflyer. Ne? Das war der Golf GTI. Die ist richtig abgegangen. So, und würden wir jetzt noch ein bisschen weiter zurückgehen, und das seht ihr jetzt hier im Chart, dann würden wir sehen, dass diese Aktie seit 2016, also innerhalb der letzten knapp 23 Monate, 190% gestiegen ist. Also die hat sich fast verdreifacht. Ne? So, und warum sage ich das jetzt? Überlegt euch mal, wenn eine Aktie so extrem ansteigt, das ist eine wahrscheinlich tolle Aktie, ist eine tolle Company, aber dann ist es doch eigentlich relativ klar, dass so eine Aktie, auch mal wenn es mal zurückgeht, einen größeren Rücksatz macht. Warum? Na ganz einfach, weil natürlich in so einer Aktie viel mehr Geld verdient wurde und diejenigen, die das Geld verdient haben, dann auch eher mal bereit sind, aus so einer Aktie rauszugehen und dann vielleicht auch mal hektisch herausgehen. Denkt mal daran, wer treibt solche Aktien nach oben? Das sind die langfristigen Investoren, die sind schon vor längerer Zeit eingestiegen und immer wenn eine Aktie sehr, sehr steil geht, kommen natürlich am Ende sehr viele Momentum-Trader dazu, ne? Die einfach sagen, okay, neues Hoch, Aktie sehr, sehr stark, wir machen mit. Und die sind auch dann auch bereit, extrem schnell den Stecker zu ziehen, wenn es rausgeht. Schauen wir uns mal zwei andere Aktien an. Und zwar haben wir ja als nächstes die sehr, sehr bekannte Apple.
ne, die jeder von euch kennt, da brauche ich nichts dazu zu sagen. Und ihr seht, diese Aktie ist auch seit 2016 hervorragend gelaufen, aber nur in Anführungszeichen nur 70%, 69% oder so, ne, ist die gestiegen. So, und wie war denn bei der jetzt der Rückgang? Der war nur 5%. 5% sind 5%, aber im Vergleich 20% zu 5%, das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Und wenn wir uns jetzt noch die letzte Aktie anschauen, die kennt auch jeder von euch, das ist die Amazon. Amazon ist ein bisschen stärker gelaufen als Apple, die ist seit 2016 80% gelaufen. Aber der Rücksetzer war hier auch ein bisschen größer als bei Apple, nämlich 7%, aber eben auch keine 20%. So, und was will ich euch eigentlich mit dieser kleinen Geschichte sagen? Und zwar, wenn ihr ein Depot aufbaut, wo ihr Puts auf Aktien verkauft. Ich weiß, das ist zurzeit ein heiß diskutiertes Thema, Hedging hin oder her und so weiter. Ne? Und ich werde natürlich noch etliche Videos darüber machen können. Dann müsst ihr natürlich auch mal schauen oder solltet ihr schauen, was habt ihr denn da? Welche Option oder welche Aktien wollt ihr denn versichern? Ihr verkauft Put-Optionen. Klar, wir machen das einfach nur, um Geld zu verdienen. Ne? Aber es ist natürlich so, wenn ihr mal die Analogie hernehmt, sagt, okay, eine Versicherung ist ja eine Versicherung, dann stellt euch immer die Frage, vielleicht hilft euch das Bild einfach, habe ich da jetzt gerade hier einen etwas vorsichtiger fahrenden Diesel-Pkw vor mir auf der Straße oder habe ich gerade einen Golf GTI? Welchen will ich versichern? Und im Zweifelsfalle wird es euch eben so gehen, wenn ihr sagt, okay, ihr habt ein Portfolio mit verschiedenen Autos, was ihr versichert und ihr habt mehrheitlich diese langweiligen Aktien drin, oder diese langweiligen Autos besser gesagt, und ab und an mal einen GTI, dann ist das absolut okay. Wenn ihr aber ausschließlich Fahrer versichert, die gerade 18 Jahre alt geworden sind und Golf GTI fahren, ne, oder werde ich jetzt böse Briefe von all denen bekommen, die 18 sind und Golf GTI fahren, nein, aber ihr wisst, was ich meine, ne, dann müsst ihr einfach damit rechnen, dass ihr zwar von denen auch mehr Prämie bekommt, aber dass, wenn mal was passiert, dass es dann auch gleich heftiger passiert. Das heißt, am Ende ist es doch vollkommen egal, wo ihr euer Geld verdient. Ne? Wichtig ist als Trader, dass ihr sagt, okay, was sind meine Risiken? Wie erkenne ich meine Risiken? Guckt euch auch mal das Video, wo es darum geht, warum tradet man überhaupt? Aus Angst oder weil man gewinnen will? Ne? Guckt euch das auf jeden Fall mal an. Es geht auch darum, was nehme ich einfach rein? Und wenn ihr eben nur ganz, ganz aggressive Aktien habt, dann wird es eine Zeit lang ganz hervorragend laufen. Aber ihr müsst einfach damit rechnen, dass, wenn es mal runterkommt, dass es dann eben auch ein bisschen heftiger wird. Und deswegen lohnt es sich auch mal nach den ganzen harten Kriterien, ne, wenn ihr sagt, okay, die Aktie muss ein neues Hoch haben und keine Earnings und alles das, was ihr so gelernt habt, dass ihr auch mal so ein bisschen auf die weichen Faktoren schaut und sagt, okay, welche Aktie nehme ich, welche nehme ich nicht. Das ist zugegebenermaßen etwas, das lernt man erst im Laufe der Zeit. Und da muss man sich ein bisschen, muss man einen Blick dafür entwickeln. Aber ich denke, wenn ihr ab sofort auf sowas mal ein bisschen mit achtet, dass ihr also sagt, okay, ich nehme vielleicht nicht nur aus einem Sektor Aktien heraus, ich nehme vielleicht nicht nur die, die extrem gut gelaufen sind, sondern auch die, die zwar auch im Trend sind, aber eher vielleicht ein bisschen langsamer laufen, auch wenn ich dafür ein bisschen weniger Prämie bekomme, dann hilft euch das auf jeden Fall, eine etwas ruhigere Performance-Entwicklung in euren Depots zu haben. So, jetzt bin ich gespannt auf eure Kommentare, eure Meinungen. Wie gesagt, derjenige, der diesen Trade hier gemacht hat, ne, danke nochmal, dass du es auch ins Forum gestellt hast. Ich finde das toll, weil du hast ja auch geschrieben, man hat was daraus gelernt. Das ist super. Und solange das am Anfang alles kleine Trades sind, ist das auch überhaupt nicht tragisch, weil wir lernen nun mal am besten aus eigenen Erfahrungen und manchmal auch aus eigenen Schmerzen. Das muss so sein. Und solange der eigene Schmerz nicht heißt, das Konto ist weg, dann ist auch alles gut. In diesem Sinne, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euch alles Gute. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.